Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Chaos auf Deponia mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Und in der letzten Folge haben wir das Buch, die Luke, das Buch, das Boot, das Tauchboot gejagt. Erfolgreich, mehr oder weniger. Nur noch diese Luke trennt mich von Golds dritter Datasette. Ja, dann mach sie auf. Geht das? Mach da oben lang. Verdammt, zu. Zu für meinen Geschmack. Ich finde schon einen anderen Weg. Bozo, helf mal! Hey Bozo, endlich wieder gemeinsam auf Kaperfahrt, was? Genauso wie früher. Tja, wir kennen uns zwar erst ein paar Tage, aber ich weiß mittlerweile, dass es keinen Sinn macht, dich in diesem Zustand zu unterbrechen. Deswegen werde ich einfach im selben Tonfall weiterreden und hoffen, dass du bald wieder zu Verstand kommst. Das kannst du vergessen, Bozo. Guter alter Bozo, du hast dich wirklich kein Stück verändert. So. So weit, so gut. Aber wie komme ich da jetzt rein? Genau. Hast du schon durch die Luke probiert? Ja. Ja, aber ich probiere es vielleicht nochmal. Nur zur Sicherheit. Die Luke ist zu. Das ist schlecht. Ich dachte, du seist der große Experte im Entern von Schiffen. Seht mich an, ein Pirat. Ich habe einen buschigen Bart. Und alle haben Angst vor mir. Klinge ich wirklich so, wenn ich rede? Im Moment klingst du eher so. Ich bin ein nutzloses Walross. Ich habe einen buschigen Bart, aber meine Flossen sind zu ungeschickt, um einen Kamm zu halten. Vielleicht sollte ich mir den Bart wirklich mal wieder kämmen. Rufus ist wirklich ein Arsch. Ohne da? Ohne Ausrüstung tauche ich bestimmt nicht in diese Brühe. Wieso tauchen? Ich hätte da noch diesen alten Taucheranzug. Passt rein. Du, ich weiß nicht, ob man den nochmal benutzen sollte. Das Luftrohr hat Sporen angesetzt. Von sowas kann man Krebs bekommen. Wie von deinem feigen Gesülze. Ich probier mal was. Tu das. Ich such schon mal Deckung. Ein Taucheranzug? Was ist das hier? Eine Lampe? Eine schnöde Kerze? Bei dieser steinzeitlichen Ausstattung muss ich froh sein, dass die anderen nicht paddeln müssen. Ich nehme sie trotzdem. Was ist das, der Wasserhahn? Ein Kran, ein Haken. Das muss ein ganz schön großer Wurm sein, der an diese Angel gehört. Ja, du zum Beispiel. Ach so, das ist eine Angel für Menschen, die es eilig haben. Na dran. Es ist ein Tauchkran. Ach ja? Und warum habe ich dann damit vorhin einen Baby-Orca gefangen? Weil du ein unverbesserlicher Störenfried bist. Dann verbessere mich doch nicht ständig. Bisschen mal was. Ich guck mal irgendwie. Nee, ist alles noch so, wie es war. Gut. Gibst du etwas schon auf? Gibst du etwas schon auf? Ach, der olle Köter. Dann lassen wir das mal so. Ach, warte mal, da war noch was. Wartet. Die Videos. Einstellungen. Die waren hier immer noch relativ laut. So. Wir gucken mal in diesen Verschlag. In der Aufnahme oder wenn ich das nachher rende, hört sich das auch nicht so laut an. Ich habe einen Taucheranzug. Ich habe einen Taucheranzug und eine Kerze. Kann ich da auch noch reingehen in die Kutter? Welche Ghoul haben wir denn jetzt hier? Alles gut bei dir? Und wie? Das ist alles so spannend. Fast schade, dass es bald vorbei ist. Wieso? Wir müssen nur noch die Luke aufbekommen. Dann kann dich Doc wieder zusammensetzen. Ich fürchte, Lady Gold wird's uns nicht ganz so einfach machen. Keine Sorge. Wenn ich erst einmal meinen Charme versprühe, ja, wird sie schon weich werden. Du, Rufus, ich weiß nicht. Vertrau mir. Das wird ein Kinderspiel. Nochmal Doc fragen. Wie sieht's aus? Es ist alles bereit. Sobald wir die dritte Datasette in Händen halten, kann die Operation beginnen. Okay. Sauber. Also hier passiert nicht viel, dann werde ich mal... Nee! Oh, Kacke, ich habe jetzt gar nicht geschnallt, da stand doch in den Gutter. Wie nehme ich, lege ich den ollen Taucheranzug denn jetzt an? Einfach rechtsklicken? Das ist eine Vogelscheuche gegen Möwen. Gehe ich lieber hier unten hin? Was hast du vor? Ich gehe jetzt da runter. Vielleicht gibt's eine Hintertür. So geht das. Bei einem Tauchboot klingt irgendwie unlogisch. Ja,
Aber wie du ja sicher weißt, sind die Gesetze der Logik unter Wasser außer Kraft gesetzt. Nein, sind sie nicht. Blub, 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 blub. Und jetzt hör auf mit dem Unterwassergewäsch und lass mich einfach runter, okay? Na gut, auf dein eigenes Risiko. Wie er da reingeschlüpft ist. Ach du Kacke, wo sind wir denn hier? Ein Schlauch. Ein Schlauch. Ein Knopf. Nach oben. Die nehmen wir mal mit. Na, kann ich ja erstmal hier nicht machen. So, und nun? Jetzt haben wir einen Schlauch. Ach so. Ein Schlauch. Hier haben wir einen Wasserhahn. Den werden wir da mal ran. Und jetzt? Was hast du vor? Willst du endlich das Deck schrubben? Natürlich nicht. Oder den Abwasch machen? Träum weiter. Dann willst du dir also die Hände waschen. Jetzt hör aber mal auf. Warum kannst du mir nicht einfach die schöne Vorstellung lassen, dass dieser Wasserhahn einen tatsächlichen Nutzen hat? Entschuldigung. Hä? Okay, ich habe einen Plan. Bist du dir sicher, dass du das Wort Plan richtig benutzt? Nee. Nach meinen Beobachtungen könnte es genauso gut Kater, Epilepsieanfall oder Stein im Schuh heißen. Vertrau mir einfach. Die Delfine wollen doch unbedingt eine Zielscheibe haben, nicht wahr? Ich präsentiere Ray Coulson, die im weitesten Sinne menschliche Zielscheibe. Ich nehme alles zurück, was ich jemals über dich gesagt habe, aus Angst. Taucheranzug, ja, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Warum passiert denn da gar nichts? Verstehe ich jetzt nicht. Hier ist ein Top. Der Top war sonst nicht. Das fällt mir jetzt erst auf. Das Bigosch war furchtbar. Das war kein Bigosch. Das war Dichtmasse für Golds Operation. Dichtmasse? So hat es auch geschmeckt. Kann ich die da reintun? Der Topf ist ja noch heiß. Vielleicht reicht es aus, um die Kerze anzuzünden. Ich meine, einzuschmelzen. Jetzt habe ich doch tatsächlich einen Topf voll flüssigen Wachses. Von diesem Augenblick habe ich immer geträumt. Und jetzt, wo er da ist, fühle ich mich irgendwie gehemmt. Mir leuchtet das noch mit dem Taucheranzug nicht richtig ein. Kann ich da? Das ist eine Vogelscheuche gegen... Wow. Ja, das kennen wir ja schon. Ich bezahle dich. Du bezahlst. Was Denken mit einschließt. Das ist eine Vogelscheuche. Wow. Kommt derselbe Text. Was Denken mit... Jetzt haben wir einen Topf mit Wachs. Ich kann wohl die Haare wachsen. Bowl muss nicht mehr wachsen. Aber der Doc. Hey Doc, ich hätte da etwas Wachs für dich. Danke, kein Bedarf. Ja? Und wie willst du dann jemals wachsen? Wachsen im geistigen Sinne bedeutet nicht größer werden, sondern kleiner werden. Ja, du bist voll klein. Wir könnten doch mal auf die Krawallgol umschalten. Das Gesicht dabei. Oh, na endlich! Was denn? Du könntest das nächste Mal ruhig Bescheid sagen, wenn du mein Bewusstsein umschaltest. Ich versuche dran zu denken. Oh, alles lächelt. Gut bei dir? Kann ich nicht auch irgendwas machen? Diese Untätigkeit macht mich nervös. Nicht nötig. Es ist so gut wie geschafft. Wir müssen nur noch die Luke aufbekommen, dann kann dich Doc wieder zusammensetzen. Du unterschätzt Lady Goal. Ich unterschätze Lady Goal. Muss man noch da irgendwas draus machen können? Und was kann ich mit dem Wachs machen? Kann ich hier was mit dem Wachs machen? Die Idee taucht nix. Ah.
Die Idee taucht nix. Warum passiert denn da gar nichts? Hier haben wir noch eine Klingel. Das wird lustig. Ja? Hallo? Sehr witzig. Au, Mann. Das sollte ich unbedingt gleich nochmal machen. Okay, das verstehe ich als Aufforderung. Was denn, Rufus? Was tut das? Rufus! Verdammter Idiot. Beim nächsten Mal schmeiß ich ihn über Bord. Es wird ja immer lustiger. Gleich nochmal. Was? Warum klemmst du nicht einfach die Klingel ab? Weil ich vorhabe, einem gewissen Kindskopf ganz was anderes abzuklemmen. Auch keine schlechte Idee. Aua. Schade, sie haben die Klingel abgestellt. Aber hatten wir doch gerade so viel Spaß. Aber wisst ihr was? Deiner Tür ist jetzt ein Abdruck von seinem Gesicht. Delle. Ja, das ist das perfekte Motiv für einen Wachsabdruck. Oder eine überlebensgroße Statue am Hafeneingang. Ist das bescheuert. Auf sowas kommt doch kein Mensch. Das ist die mit Ab... Jetzt haben wir einen Abdruck. Und was mache ich mit dem Abdruck? Kann ich den hier in den Taucherhelm tun? Zeit für mein Stunt-Double, Ray Coulson. Kann ich jetzt hier was machen? Warum passiert denn da gar nichts? Kran? Bozo? Hey, Bozo! Hey, Rufus, was liegt an? Hilfst du mir dabei, die Puppe runterzulassen? Na klar. Ach, dann war der schon mit Wasser gefüllt. Glaubst du, sie schlucken den Köder? Ja, ein Versuch ist es wert. Die Viecher scheinen dich wirklich zu hassen. Ja, aber wieso denn bloß? Vielleicht hängt es damit zusammen, dass du ihre Kinder zu Thunfisch verarbeitet hast. Das war ich doch gar nicht. Ach ja, du hast ihnen lediglich geholfen, in die Kantine zu hüpfen. Und plötzlich standen da ein paar Thunfischbüchsen rum. Oder wie? Vielleicht musste Janoschs Mama Platz im Regal schaffen. Für das Aquarium. Für das Aquarium. Genau. Also, ich würde doch niemals... Oh. Oha. Egal, was du gemacht hast. Sie sind wirklich sauer. Hä? Haben wir das jetzt wieder? Nee. Jetzt hat er den Taucheranzug. Soll ich da jetzt runter? Bereit für einen weiteren Tauchgang? Na gut. Auf dein eigenes Risiko. Bin ich ja mal gespannt. Ist da jetzt was anders? Da ist eine Tür. Mit Qualle. Geil. Was nun? Torpedo-Delfinen, zum Dank war es ihnen gelungen. Sie brachten das Tauchboot zum Stehen. Du fragst dich bestimmt, wird, wo all das noch hinführt. Reichend geklärt, na du wirst es bald sehen. Wie zweifelsfrei angestrebt, bis zum Sprengturm mitgeschleppt, machte sich Rufus für den Showdown bereit. Das Ende stand kurz bevor, und wenn nicht, na dann macht er Kurs. Stimmt gern und bezahlt Wochenendarbeit. Großer Wochenendarbeit. Die Proteste. Wochenendarbeit. Ich hatte das doch leiser gemacht. Bin bestimmt nicht mehr zu hören gewesen. Bestimmt! Oh, was ist hier los? Rufus, wo warst du nur? Oh, weg.
Ich musste für eine Weile untertauchen. Da hast du dir einen famosen Zeitpunkt ausgesucht. Während du auf Schnorcheltour warst, wurden wir von Donna Goal überrumpelt und verschleppt. Man kann euch keinen Augenblick alleine lassen. Sie hat Goal mitgenommen. Außerdem die Fernbedienungen und die Datasetten. Quatsch, die habe ich doch bei mir. Verdammt. Ich muss ein Loch im Mantel haben. Andauernd verliere ich was. Diesmal hast du mehr verloren als sonst. Cletus war hier. Er hat die beiden Golds mitgenommen. Sie wollen mit Argus Kreuzer nach Porta Fisco reisen. Argus ist auch hier? Zumindest hat sein Kreuzer längsseits dieses Sprengturms dort festgemacht. Potzdonner. Der Sprengturm. Der Angriff der Rebellen hat schon angefangen. Purer Selbstmord. Du hast recht. Ohne mich sind die vollkommen aufgeschmissen. Oh je, Rufus. Du weißt wirklich nicht, wann du aufgeben musst. Klar weiß ich das. Und der erste Buchstabe ist ein D, richtig? Ossa Wochenendarbeit. Na toll. Jetzt. Ich fahr mit der Maus woanders. Mal gucken, was haben wir denn hier so? Den Doc. Wie ist die Lage, Doc? Nach wie vor ausweglos. Na, so wie immer. Dann geht mir wenigstens keiner durch die Lappen. Na. Kannst du erkennen, was da drüben vor sich geht? Ich glaube, die Rebellen haben angefangen, den Turm zu stürmen. Deswegen die Funken da. Der Turm wackelt schon bedenklich. Und ich sehe einen Schwarm abgerichteter Glühwürmchen. Rufus, willst du dich nicht einen Augenblick setzen? Du bist schon recht lange auf den Beinen. Keine Sorge, Doc. Mir geht's so zu sagen. Hier hinten explodiert das. Guck mal da. Was sind das für komische Kabinen dort drüben? Sieht aus wie Organon-Technologie. Wahrscheinlich ausgemusterte Warentransporter aus dem Sprengturm. Warentransporter aus dem Sprengturm. Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt, das sich da eingenistet hat. Cool. Hör mir doch zu. Nur dieses eine Mal. Sie zu benutzen, wäre das Allerdümmste, was du tun könntest. Genau. Niemand würde damit rechnen. Es sei denn, sie kennen dich. Die Fliege. Das gibt einen Film. Der war gut, mit Jeff Goldblum. Kennst du dich mit diesen Ort-zu-Ort-Transportern aus? Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Wieso? Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler. Ja, das kennen wir, das kennen wir. Denn so eine genetische Verschmelzung ist eine Hoch... Wenn zwei Spezies erst einmal ihre Gene gekreuzt haben, dann... Wo ist Boso? Unten im Cockpit. Er versucht, den Generator wieder anzuwerfen. Aber die Stromkollektoren sind entleert. Wir werden wohl noch ein paar Stunden hier festsitzen. Das ist zu lang. Du könntest ihm helfen, indem du die Lampe hältst. Für mich ist es da unten zu eng. Ich weiß nicht. Rufus. Rufus. Wieso das jetzt? Warum hielt er die Lampe? Ach so, deswegen. Nee. Ach, das wird nix. Ich finde schon einen anderen Weg. Ich probier mal was. Ich würde ja sagen, tu nichts Unüberlegtes. Aber da du mir jetzt schon gar nicht mehr zuhörst, sage ich einfach, ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Danke, okay. Doc. Ja, auch viel Glück. So, Transporter. Ein ausgemusterter Ort-zu-Ort-Transporter. So einen habe ich auch mal gebaut. Nur, dass die rotierenden Rasierklingen fehlen. Kriegen die denn so die Moleküle auseinander? Ein Schnabeltier. Der scheint aber lidiert zu sein. Oh, jetzt habe ich links gedrückt. Oh, weia, oh, weia. Was macht der? Ja. Sie sind ein Schnabeltier. Geil. Oh, genetische Verschmelzung ist irreversibel. Da lachen ja die Hühner. Er hat gequakt. Das sind aber alles hier Rebellen. Ich komme ja auch nicht raus. Kann ich ja nur mich teleportieren. Dann machen wir mal die Fliege. So, machen wir mal den Jeff.
Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? So, raus da mit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder? Wir haben doch noch die Fernbedienung. Ein ausgemusterter Ort-zu-Ort-Transporter. Ach, jetzt geht's. Ach, und mit der kommen wir auch raus. Die sind eine Fliege. Oh, eine ganz schön dicke. Ach, hier geht's. Aua, hier ist eine Luke. Ich meine... Da ist eine Luke. Und du? Da oben ist Toni. Ist aber sehr sinnlos hier. Jetzt haben wir eine Luke gefunden. Und nun? Kann ich denn hier auch raus? Was soll ich denn hier machen? Kann ich denn hier irgendwie raus oder so? Ich habe hier eben noch... Ich kann nur transportieren hier. Verwirrend. Na, ich lasse mich in der nächsten Folge weiter verwirren. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.